Bitte verzeih mir, Mr. Rosengrunz, ich werde dich vermissen. Fabelhaft. Was machst du da? Das geht dich einen feuchten Hundehaufen an. Aber wenn du es wissen willst, ich brauche ein Flugticket nach San Francisco. Viel Glück, so ein Ticket kostet etwa $450. 400? Brian, gib mir eine aufs Maul. Was? Wieso? Ich habe gehört, die Zahnfee gibt einem Geld für seine Zähne. Also schlag zu. Okay. Nein, tu's nicht. Stopp, stopp. Warum tust du es nicht? Ich sagte, schlag mich. Du hast gezuckt. Natürlich habe ich gezuckt. Du wolltest mich schlagen. Jetzt entscheid dich. Was willst du von mir? Schlag mich. Nein, tu's nicht. Ach. Tut mir leid. Ich bin manchmal schwer zu durchschauen. Ich weiß. Okay, da rollen sie an. Hey, Peter, wir kommen zum Abendessen. Oh nein, kommt ihr nicht. Wir haben neue Regeln eingeführt. Siehst du das Schild da? Kein Hemd, keine Schuhe, keine Beine, kein Service. Würdest du mir bitte erklären, was das soll? Das soll eine Botschaft sein. Ich will nicht, dass du und deinesgleichen hier weiter essen. Das sollte mal ein cooler Szeneladen werden und ihr macht alles kaputt. Peter, du bist einer meiner engsten Freunde. Willst du damit sagen, dass du ein Problem damit hast, dass ich behindert bin? Um ehrlich zu sein, Joe, ja, ich finde es unmoralisch. Es ist ein Lebensstil, den ihr Amerika aufzwingen wollt. Wir Behinderte sind eine stolze Bevölkerungsgruppe. Ja, wenn ihr nicht gerade sauft und zockt in euren Reservaten, die wir euch gegeben haben. Na schön, wenn du das so willst, dann sollst du es haben. Aber wir lassen uns nicht so leicht umhauen. Okay, das war leicht, aber ich werde mit mehr Behinderten zurückkommen. Dad, sieh nur, da kommen sie! Peter, wir geben dir noch eine letzte Chance, uns reinzulassen. Was wollt ihr denn machen, Joe? Ich bin hier oben. Und ihr seid da unten! Wie du willst, Peter, du lässt uns keine andere Wahl. Männer, formiert einen Krüppeltron! Seh da, kaufen Sie dieses gelbe Getränk. Hey, Dickbauch. Hey, Trächtige. Hey, ich rede mit dir, du Kuh. Vergiss nicht, mich zu ignorieren. Oh. Verzeihen Sie, Sir? Sir? Ach, leck mich doch. Auf höfliche Worte hast du ja nicht reagiert. Nur 6 Mäuse? Hast ja eine schicke Frau am Start. Vielleicht besuche ich sie, wenn du im Krankenhaus bist. Vergiss deine Limonade nicht. Mrs. Griffin, ich fürchte, er wird nie wieder laufen können. Ohne daran zu denken, was für ein Glück er hatte, nur 2 Wochen in diesem Rollstuhl zu sitzen. Ihr Bein ist bald wieder einsatzfähig. Hier ist ja wohl klar, dass du das verdient hast, so wie du Joe behandelt hast. Ich glaube, du solltest dich bei ihm entschuldigen. Soll das ein Witz sein? Es ist nicht meine Schuld, dass er und seine verwachsenen Freunde sich nicht in die Gesellschaft einfügen können. Aber ich werde anders sein. Ich werde ein Krüppel mit Würde sein und ich werde allen zeigen, wie das geht. Hast du mal kurz Zeit? Was willst du, Peter? Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen.
Ich dachte, du und deine Freunde sind nichts weiter als ein Haufen blöder Krüppel. Aber ich sitze jetzt seit 45 Minuten im Rollstuhl und hab kapiert, wie hart das ist. Tja, Peter, es war eine sehr schwere Woche für uns beide, aber es bedeutet mir viel, das aus deinem Mund zu hören. Also, was sagst du? Ist alles vergessen und vergeben? Nichts lieber als das, Peter. Hey, Bonnie und ich gucken gerade Grey's Anatomy. Willst du vielleicht reinkommen? Oh Mann, Joe, ich muss dir sagen, das klingt grauenvoll. Hört mal, ich wollte euch dafür danken, dass ihr mich in meiner Notlage aufgenommen habt. Ach was, das ist das Mindeste, was wir tun konnten, nachdem was passiert ist. Hallo? Oder haben Sie sich wohl verwählt? Hier wohnt niemand namens Langrohr, Hengstschwanz, Monsterschwänge. Was zum Teufel hast du aus dem Laden gemacht? Sieh dir diesen Möchtegern-Entertainer an, der schiebt die Schallplatten mit den Fingern hin und her. Hey, hey, so wirst du die kaputt machen. Hallöchen, da seid ihr ja. Was soll das hier alles? Was hast du aus dem Cabana Club gemacht? Wir nennen ihn nicht mehr den Cabana Club, Frank. Er heißt jetzt Place. Kleines P, großes L. Meinen Glückwunsch. Ihr zwei besitzt jetzt den angesagtesten Laden der Stadt. Wow, das sind aber viele Leute. Ich hoffe, wir haben genug Whisky. Wie hast du das finanziert? Ich habe einen Job als Außenreporter für Channel 5 News. Das heißt, der ganze Saft wird unten eingesammelt. Ja, und wer am meisten produziert, gewinnt ein Gratis-Wochenende hier im Chateau mit internationalen Gerichten und Weinverkostung. Ist nicht wahr. Aha. Ich krieg keine Luft mehr. Oh Gott, ich hoffe, er erholt sich wieder. Wir müssen jemanden hinschicken, der nach ihm sieht. Mann, das wird bei dieser Wahl ganz schön knapp werden. Ja, es werden wahrscheinlich nur ein paar Stimmen über den Sieg entscheiden. Und wir hocken hier einfach rum wie ein Haufen fauler, querschnittsgelähmter Polizisten. Ah? Oh, tut mir leid, Joe, das ist nur so eine Redensart. Ah. Wir müssen Lois auf der Zielgeraden pushen. Jungs, ihr müsst uns bei der Wahlkampagne helfen. Oh Mann, heißt das, wir müssen Schilder malen und in der Gegend rumlatschen, oder was? Ihr blöden Säcke hättet doch auch was davon. Lois ist meine Frau und wenn sie Bürgermeisterin ist, dann können wir praktisch alles machen, was wir wollen. Ich könnte Kokain nehmen, wenn ich wollte. Möchtest du noch etwas Kartoffelbrei? Ja, wie geht's dir? Ich wollte nur wissen, ob du noch... Haben wir noch genug Servietten? Ja, wir haben noch genug Servietten. Das dürfte reichen, ja. Ah, wie viel Uhr ist das? Hängt das gerade? Hängt das Bild gerade? Warte, ich mach das, Nein, hängt das Bild gerade? Nein, ich weiß nicht. Hängt es... Meg, kehr das zusammen. Hol dir einen Besen und kehr das zusammen. Und dann bringst du es in dein Zimmer. Aber zuerst kehrst du es zusammen. Verdächtiger Nummer 2 ist, der mich vergewaltigt hat. In Ordnung. Alle außer Nummer 2 dürfen jetzt gehen. Ma'am, ich weiß, Sie machen gerade eine schwere Zeit durch, aber ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Haben Sie vor, morgen zur Wahl zu gehen? Was? Ist Ihnen klar, dass Lois Griffin vorhat, die Grundsteuer in den nächsten 3 Jahren um die Hälfte zu senken? Was hat das damit zu tun, was mir angetan wurde? Sie sagen, Nummer 2 war es, aber vielleicht sage ich, dass ich Alkohol in Ihrem Atem rieche. Das können Sie doch nicht tun. Dann kann Lois Griffin wohl auf Ihre Stimme zählen. Du siehst schon viel besser aus. Der Arzt dürfte gleich da sein. Was soll der Scheiß? Es gibt ein Zimmer, da kann man sich einfach gratis Menschen nehmen. Das solltest du zurückgeben. Hör zu. Tut mir leid, dass ich dir das angetan habe. Ich hätte dich nicht in das Spiel schicken sollen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Ich muss einfach nur akzeptieren, dass ich kein Mann bin und nie einer sein werde. So ein Schwachsinn. Nur weil eine Frau in einem Supermarkt was Dummes sagt, stimmt das noch lange nicht. Mom und Dad sagen es auch. Ich habe es durch einen Lüftungsschacht gehört. Hey, Hallöchen. Coach Herrera? Sie kommen Stewie besuchen? Ja, ich wollte mal nach dem harten Kerlchen sehen. Dem harten Kerlchen? Nur ein echter Mann überlebt so eine Attacke. Gute Besserung. Na, was sagt man dazu? Ein echter Mann. Ich hab's dir doch gesagt, du bist ein knallharter Bursche. Ja, das bin ich dann wohl. Schon möglich, Stewie, aber ich würde mich vom Spielfeld fernhalten. Gehirnerschütterungen sind das Hauptproblem beim Football. Neueste Hirnforschungen haben ergeben, dass Hirnverletzungen im direkten Zusammenhang mit Demenz und Selbstmorden bei ehemaligen Spielern stehen. Trotzdem will die Liga. Ihr könnt die Musik lauter drehen, aber das bringt die Wahrheit nicht zum Schweigen. Hey Brian, du hast nicht zufällig einen Metalldetektor? Schön, Stewie, du hast eine Medaille. Toll.
Wittere ich da einen Hauch von Neid? Stewie, fandest du es nicht seltsam, dass jeder eine Medaille gekriegt hat? Du hast nichts gewonnen. Die ist für die Teilnahme, die kriegt jedes Kind, das einen Puls hat. Und wie jede andere Medaille und jeder Preis in deinem Leben bedeutet sie gar nichts. Was? Stewie, es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen, das war gemein. Geht es auch langsamer? Nein, 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 nein! Wie konnte ich nur so ein Narr sein? Das ist eine Wand der Lügen! Und das ist ein Loch der Lügen! Alles, was ich je gewonnen habe, ist wertlos! Ihr werdet mich nicht länger zum Narren halten! Oh nein! Ist schon gut, Stewie, ruhig bleiben. Dafür haben wir einen Feuerbeauftragten im Haus. Okay, wenn ich euren Namen vorlese, antwortet bitte mit hier. Griffin, Mac. Das heißt Mac. Sorry, sieht aus wie Mac. Griffin, Liam. Das heißt los. Nochmal, bitte antwortet mit hier. Oh mein Gott, Chris ist noch da drin. Jemand muss Chris retten. Wisst ihr was? Hat er sich verdient. Wir müssen reden. Skippy. Genau. Ich weiß alles über dich und Chris. Lauf nicht weg. Bleib einfach da sitzen. Bitte. Ich bin nicht sauer. Okay, ich hatte viel Zeit darüber nachzudenken und ich... Hör zu, ich wüsste nicht, warum das irgendetwas zwischen uns ändern sollte. Wir haben beide eine Vergangenheit. Hallo, ich bin eine Comedienne. Ich will auf die Bühne und über meinen Mann reden und wie er den Klositz nicht runtermacht und so weiter. Du wirkst nicht wie eine Frau, eher wie ein Junge oder ein Baby. Was weiß ich, aber nicht wie eine Frau. Wie können Sie es wagen, Sir? Muss ich Ihnen etwa meine Genitalien zeigen, um einen Auftritt in diesem Etablissement zu bekommen? Denn ich werd's tun. Verschwinde, raus, du Spinner. Kann ich noch ein bisschen hierbleiben und mit auf die Bühne kommen, wenn ihr einen Emmy gewinnt? Ich habe was vorbereitet, aber hab's vergessen. Danke an die Academy und an alle Zuschauer, die uns gucken. Seit wie vielen Jahren sage ich schon, dass wir zusammen Bären pflücken sollten? Mysteriös, Brüder Grimm. Moment mal, weißt du, wo wir sind, Brian? Das hier ist ein ganz besonderer Ort. Man erzählt sich, dass der Schauspieler Donnie Most aus Happy Days hier einmal alle 100 Jahre aus dem Nebel steigt. Das ist ein Ammenmärchen. Das sagst du nur, weil... Sieh nur. Eigentlich heiße ich nur noch Don Most.